Isla Muerta, 16 Meilen südlich von Isla Matanceros. Da sind wir. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Parks. Das hier ist der zweite Park von Iron Fist 2103. Den ersten haben wir ja heute schon bewertet, also schaut einfach das Video, was davor ist, in der Playlist an, damit ihr ja, wisst, was er in die E-Mail geschrieben hat und sowas. Ich lese nochmal ein paar Fakten zu dem jetzigen Park vor. Das Ganze ist auf Isla Muerta. Der Name von dem Park ist Jurassic Continents, Abkürzung JK. Okay, das heißt, du bist wahrscheinlich auf die einzelnen Kontinente eingegangen, von den Dinosauriern und so. Hier ist auch geschrieben. Asien und Australien, Amerika, Nord-Süd, Europa, Afrika, Teil, hast du geschrieben. Einschienenbahnfahrt, hauptsächlich für den Transport. Okay, das heißt, wir werden die nicht fahren. Drei lange Gyrosphärenfahrten, decken alle bis auf ein Gehege ab. Okay, das ist sehr schön. Das heißt, wir werden wieder viel Zeit in die Gyrosphären investieren, würde ich sagen. Viele verschiedene Dinosaurier, alle benannt. Sehr, sehr gut. Genau das werden wir uns jetzt anschauen, Leute. Gemeinsam. Wo sind wir denn hier? Ist echt schön, mal auf so einer anderen Insel zu sein, als auf Sandbox. Falls es mal irgendwie ein bisschen laggt oder so. Bin ich böse. Ich habe gerade irgendwie nicht die besten FPS. Aber das kommt ab und zu mal bei JWE vor. Oh, ist das auch hier wieder mega cool bergig. Es geht halt mega hier runter, wenn man das so sieht. Richtig nice. So, wir fangen mal hier oben an. Jurassic Continents. Da hast du erstmal so ein schönes Gewässer eingebaut. Sieht nice aus. Und dann geht es hier erstmal so einen geschlängelten Weg nach hier unten. Hier hat man dann erstmal ein Hotel zum Eingang. Souvenirladen, die Bar, Schutzraum. Also alles das, was man braucht. Und dann geht es direkt weiter mit einem geschlängelten Weg nach unten. Finde ich gut, dass du das so gemacht hast, weil dann sind die Wege nicht ganz so steil, wenn die so geschlängelt sind. Dann hast du es hier auch wieder sehr schön mit den Klippen gemacht. Das sieht schon sehr, sehr nice aus. Kleiderladen. Und dann haben wir hier schon die erste Einschienenbahnstation. America West Side. Das heißt, wir sind hier wahrscheinlich im Amerika-Gebiet. Gehe ich mal von aus, wenn die Station so heißt. Hier unten hat man dann auch einen wunderschönen Blick aufs Meer, ne? Echt toll, mal nicht auf Isla Nublar zu sein. War ja das. Wie schön steil hier die Klippen sind. So würde ich ja auch gerne bauen in meinen Parks. Geht aber leider nicht. So, wo gehen wir denn jetzt lang als erstes? Das ist jetzt eine gute Frage, ne? Aber wir gehen erstmal hier rechts den Teil ab. Hier geht es dann nochmal durch die Einschienenbahn durch, hier nach unten. Boah, das ist echt cool. Hier haben wir Asia One. Okay, ich glaube, wir sind jetzt in den Asia-Bereich gelaufen. Kann man hier was sehen? Leider ist die Einschienenbahnstation ein bisschen im Weg. Jetzt hat man einen wunderschönen Blick aufs Meer. Schade, schade. Aber da hinten sieht man schon die ersten Dinos immerhin. So, hier sind immer ein paar Läden. Restaurant. Dings. Dann geht's hier nochmal runter. Auch wieder sehr schön geschlängelt den Weg. Nix zu steil. Also mit den Anhöhungen und so, das hat dir echt viel Mühe gegeben. Souvenirladen. Fastfood-Restaurant. Und Asia World. Okay, wir sind jetzt in dem Asia-Bereich angekommen, auf jeden Fall. Hier ist ein Entwicklungslabor. Und eine große Asientour. Okay, Leute, wir fahren direkt damit. Ich glaube, wenn wir die Touren fahren, werden wir schon alles fast zu Gesicht bekommen. Gehe ich mal von aus. So, fahren wir sie doch mal. Jetzt bin ich aber mal gespannt, was für Asia-Dinosaurier wir jetzt hier haben. Nämlich keine Ahnung, welche Dinosaurier wo gelebt haben und wo gefunden wurden. In den Fossilien. Aber finde ich cool, dass du so ein Motto gemacht hast. Auf jeden Fall schon mal ein großes Gewässer. Da hinten sind schon viele Dinosaurier. Ich kann gar nicht erkennen, was das alles ist. Mal ein bisschen näher ranfahren. Was haben wir denn jetzt hier? Das könnte doch ein... Entweder ein Galli oder ein... Archaeornithimimus. Okay, Archaeornithimimus ist es. Haben wir noch einen. Ja, wir fahren mal die Tour weit. Was ist das denn für ein Dinosaurier hier? Warum? Hallo. Was haben wir jetzt hier für einen? Boah, sind hier einfach zwei Menschen.
Oh mein Gott, ist das witzig. Geil. Das ist ja richtig random. Tut mir ein bisschen leid, aber ja, kann man machen nichts, ne? Hey Leute, tut mir leid, dass ihr jetzt hier gefangen seid. Ich kann euch jetzt auch nicht helfen. So, wir kommen ins nächste Gehege. Da haben wir Sinoceratops. Die werden auch schon weggeschoben hier neben uns. Leider mal sehr, sehr schwierig, sich vernünftig umzugucken, wenn es weit bergauf geht. Dann fahre ich jetzt erstmal hier hoch. Dreh dich mal um zu uns. Kleiner Sino. Hey. Hat keinen Bock auf uns, er beachtet uns gar nicht, obwohl ich schon gegen ihn fahre hier so halb. Hallo. Okay, jetzt haben wir ihn genug belästigt. Und noch einer, den kann man noch ein bisschen besser sehen. Also Sinoceratops ist anscheinend asiatisch oder im asiatischen Raum gefunden worden. Oh, meine Güte, ey. Ich kann da noch immer gar kein Gas geben. Ah, hier geht schon wieder nach links. Nein, ich will hier vorne noch gucken. Vorne sind nämlich auch noch Dinos. Was ist das denn für ein cooler Skin? Der sieht ja nice aus. Nicht weghauen. Ich hab einen coolen Skin, Jungs. Ist das ein Gigant Spino? Ja. Gigant Spino haben wir hier. Ja, cooler Skin, dieser grünliche. Mega nice für so einen Dschungel-Motopark oder sowas. Oder Sumpf. Richtig cool aus. Das ist auch wieder hier richtig gut gemacht mit den Höhenunterschieden. Man ist jetzt einfach hier oben und kann runtergucken auf das andere Gehege. Richtig nice. Ja, ich verschwinde ja. Ich weiß ja. Nicht so gern, wenn ich rumfahre bei euch, ne? Ich bin schon am Meckern, die Dinos. Ja, ja, ja. Dann musst du mich auch durchlassen. Kann nämlich gerade. So. Jetzt aber. Okay. Gigant Spinos und Sinos haben wir hier. Ich wurde gerade fast weggerannt von denen. Und was sind die gerade so? Eieiei. Oh, nein! Au! Meine Güte, wo sind diese aufgebracht? Und noch mal einer. Ja, wir wollen weiter, Leute. Ihr wisst ja, das dauert alles so lange sonst. Wir wollen ja hier nicht ein 60-Minuten-Video draus machen. Das Ganze ja schon extra in zwei Teile unterteilt. So. Und ein paar Palmchen. Immer schon die ganze Zeit irgendwie so Sonnenuntergang, ne? Aber ich glaube, auf dieser Insel ist das irgendwie normal. Ich hoffe, es kommt kein Tornado oder sowas. Weil ich zu lange brauche. Bisschen Angst vor. Wir kommen sogar nochmal in ein weiteres Gehege, Leute. Richtig cool. So, das hier ist auf jeden Fall die Asia World. Sesam, öffne dich. So, was erwartet uns hier? Jetzt die große Überraschung. Ja, schon was knurren. Hier aber noch nichts. Noch gar nichts. Oh, bin ich falsch gefahren? Nee. Okay, never mind. Ich habe jetzt hier kein Dino gesehen. Na, da ist hier gar keiner drin. Jetzt auf jeden Fall ins nächste Gehege. Was haben wir denn hier? Velociraptoren. Die sind anscheinend auch im asiatischen Raum gefunden worden. Na? Das schreit ja ohne Geräusch. Habt ihr das gesehen? Da kam irgendwie kein Geräusch gerade raus. Komisch. Ich dachte, wir hören jetzt mal schön das Raptorgebrüll. Nächstes Gehege. Wir müssen mal hier rechts gucken, weil da sind echt viele Dinos. Sturm nähert sich. Oh nein. Da geht schon los, Leute. Egal. Egal, egal, egal. Ich hoffe, hier büchsen jetzt keine Dinos aus. Das kann man leider nicht ändern, weil es halt nicht Sandbox ist. Ja,
Wahrscheinlich schlafen sie auch gerade. Die Jangos. Richtig schön hier mit dem Sand und dem Dings hier drauf. Und diesem Gras. Sieht richtig nice aus. Na, jetzt geht's natürlich rund. Sturmwarnung. Egal, wir fahren das Gegner noch zu Ende. Ich hoffe mal, das ist kein Tornado. Zumindest müssen wir den Park gleich neu laden, falls jetzt Dinosaurier ausblitzen. Weil, ja, ich weiß halt nicht, in welches Gehege die kommen und gehören und so. Falls sie jetzt irgendwo überall rumlaufen gleich. Jetzt wird es hier auch nicht ungemütlich. Sieht aber cool aus, wenn so ein Sturm kommt, muss man ja sagen. Das Spiel ist schon echt schick. Die machen ja auch gerade Talkrunde. Guter Buch, was müsste es sein? Na Jungs, soll ich mal in den Mittelpunkt kommen? Dreh mich jetzt hier einmal. Bin so beschädigt, da geht's schon los. Ich rutsche mal weiter runter. Ich hoffe, euch passiert hier nichts. Aber sieht schon cool aus so mit dem Sturm, ne? Die Dinos im Regen. Ich glaube, ich muss den Park gleich halt neu laden. Geht nicht anders. Außer die Gehege bleiben alle ganz, dann passt das. Das ist ja wirklich eine sehr, sehr lange Gyrosphären-Tour, aber richtig schön. Also das war jetzt hier Asien, was wir durchfahren haben. Da vorne geht es in die Station. Dann verlassen wir das Ganze mal. So, das war jetzt hier der Asia-Bereich. Wir überfliegen nochmal ganz kurz die Namen. Oh mein Gott. Da ist aber echt viel untergebracht hier auf diesem kleinen Gebiet, ne? Also richtig krass, wie viele Dinos hier sind. Not bad. Nicht schlecht. So, überfliegen wir mal die Namen. Hast ja auch alle benannt. Dann werden wir die natürlich auch einmal überfliegen. Vorlesen macht jetzt nicht, weil das geht schon schneller. Ist aber cool, wie sich die Dinos hier aufteilen, ne? Hier sind die Centaurs. Habe ich die überhaupt gesehen? Das ist gar nicht. Hier sind die Mutaburas. Und hier sind die Jangos. Sie haben sich hier richtig aufgeteilt. Echo und Blue haben wir. Und Charlie. Ich glaube, Charlie ist soeben ausgebüxt. Kann das sein? Ne, er hat den Zaun nur angekratzt. Bisschen kaputt gemacht hier unten. Ne, wir müssen aber auf jeden Fall eh gleich neu laden. Das ist halt das Doofe an Nicht-Sandbox-Parks. Aber ist cool, dass wir mal auf einer anderen Insel sind. So, ja, ich würde sagen, ich lade mal kurz neu und dann geht es an dieser Stelle weiter. So, da sind wir wieder. Den Asia-Bereich haben wir ja gesehen. Jetzt könnt ihr es nochmal von oben ganz gut sehen. Sehr, sehr schön geworden hier auch mit den Bergen und den Hügeln und so. Ich finde es mega nice, dass du auf so einem engen Raum so viel untergebracht hast. Richtig cool. Gehen wir mal weiter. Hier vorne ist ja America West Side. Das heißt, hier unten die Gehege werden wahrscheinlich America sein. Da gehen wir dann mal hier lang. Hier ist nochmal so ein Industriebereich. Den lassen wir mal außen vor. Der ist ja nicht so interessant. Aber hier hast du auf jeden Fall schon mal schöne Besucherbereiche gemacht. Ein Innovationszentrum. Was habe ich da gerade? Vielleicht kann die Dinos hier durchsehen. Nodo ist da. Ein Torosaurus. Witzig. Okay. Und dann haben wir hier rechts das erste... Wow. Die erste Beobachtungsgalerie. Fängt ja gut hier an. Da haben wir Ankis. Kasmos. Nee. War das Kasmos? Ja doch, das ist Kasmos, ne? Ja. Kasmos. Das war's, glaube ich. Ankis und Kasmos. Also America West, so wie es aussieht. Lol. War da nicht noch gerade eine... Hier war doch gerade noch eine Gyrosphärenkugel, oder? Die ist auf einmal verschwunden gewesen. Guck mal zurück, Leute. Ich bin mir ziemlich sicher, dass deine war. Das ist strange. Ich würde auch fast sagen, dass wir jetzt direkt... gucken wir erstmal hier einmal durch, weil das ist so schön hier angeordnet. Wir schauen mal einmal überall durch. Die Edmontos. Und hier haben wir noch eine Beobachtungsgalerie. Was sehen wir denn hier? Styracos. Ich glaube, Dracorex. Oder sind das Draco? Ne, Stegimolochs. Okay. Und oh, da waren Triceratops noch. Okay, Triceratops. Aber auch wieder richtig schön hier mit den Höhenunterschieden. Richtig nice. So, wir gehen mal in die Geosphärenfahrt. Sonst verpassen wir hier zu viel. Fahren wir schön hiermit jetzt da durch. Gibt echt viel zu entdecken hier bei deinen Parks. Richtig nice.
Oh mein Gott. Lasst mich durch. Der Park ist riesig. Ich muss nur alles erkunden. Ja, die scheinen auch gerade gar keinen Bock auf mich zu haben. Ich fahre mal hier durch. Wir haben sie ja gerade schon gesehen. Kasmus. Dann öffne dich. So, jetzt sind wir im nächsten Gehege. America West Side sind wir. Und das ist mega interessant mit den Kontinenten. Oh, die habe ich noch gar nicht gesehen vorhin. Wie konnte ich die denn übersehen? Die sind einfach dieblos. Fahren wir hier hoch eben. Ist ja das Schöne, wenn man selber fährt. Können wir noch einfach mal abweichen. Okay, bei den Edmontos sind anscheinend auch dieblos drin, ne? Habe ich gar nicht gesehen. Lodokus feiere ich auch richtig, ne? Nicer Dino. Das sind jetzt aber Dracorex. Na, ihr Klein. Also richtig viele Dinosaurier hast du hier wieder untergebracht. Mega nice. Gewinn pro Minute stimmt auch. Der Sturm wird gleich wieder kommen, Leute. Ich sag euch das. Bin ich mir zu 100% sicher. Wir werden wahrscheinlich noch öfter neu laden müssen. Geht nicht anders. So, die Dinos waren da oben, ne? Die werde ich gleich auf dem Rückweg sehen, hoffentlich. Fahren mal weiter. Bleiben auf dem Weg. So. Okay. Das hier müssen Topos sein. Ja, ich fahre vorbei. Er ist auch schon am Meckern, weil er hier gerade rasen will. Na, die haben nicht so Lust auf mich. Aber auch tolle Dinosaurier, ne? Richtig hübsch. Dann geht's schon ins nächste Giga. Also, die Gyros-Fernfahrten sind Hammer. Mega nice. Was haben wir denn hier? Burritos. Nach YouTubern benannt, wie es aussieht. Dann sind nochmal Gullies, Paras. Also richtig schön. Wie viele Gehege hier noch kommen, das ist ja richtig krass. Ich hätte nicht gedacht, dass man so viele Gehege auf dieser kleinen Map unterbringen oder unterbringen kann. Das ist ja mega. Öffne dich. Und ich sehe schon da oben einen Fleischfresser. Ein Fleischfresser, der in Amerika war es, glaube ich, ne? Westamerika gelebt hat. Bin mal gespannt. Wir haben einen Giga hier. Gerade am Fressen, das ist nice. Schauen wir uns mal an. Im Näheren. Ey, jetzt nicht aufhören. Wollte ich gerade beobachten, oder? Ich bin kein Nachtisch. Oh Gott. Ich glaube, er sieht mich als Nachtisch. Ja, und ab. Folgt uns noch? Ne, alles gut. Er hat abgelassen von uns. Alles ganz entspannt. Wir fahren weiter. Fahren wir ein bisschen in der Außenperspektive. Oh, hier ist ein Fleisch. Ja, moin. Kano. Dinosaurierbedrohung, was ist denn los? Also in dem Park hier geht's runter drüber, Leute. Kano ist aber auch gar keinen Bock auf uns. Bei dem wieder so ein richtig schönes Gehege, was so ein bisschen von der Ebene über dem anderen ist. Aua.
Was ist denn hier passiert in einem Park? Kein Wunder, dass der Dinosaurier Bedrohung ist. Hi, Jungs. Habt ihr in jedem Kontinent hier Menschen gefangen, oder was? Oh mein Gott. Das ist bescheuert. So, nächste Gehege. Waren wir auch schon drin, ne? Das kann nicht. Das ist jetzt ja eigentlich der Rückweg. Ja, sehr, sehr cool. Also es war auf jeden Fall klug, zwei Videos aus deinen Parks zu machen. Weil die einfach sehr, sehr groß sind. Sehr, sehr viele Gehege und Dinosaurier beinhalten. Aber finde ich nice. In einem Video wäre das halt echt knapp geworden. Die haben wir noch gar nicht gesehen, ne? Die Triceratopse. Auch gerade am Trinken. Es sind mega viele Dinos hier. Sehr, sehr nice. So. Wir fahren zurück. Ich glaube, das ist jetzt nur der Rückweg, Leute. Das überspringen wir jetzt einfach mal. Hier geht es dann zurück. Bis hier vorne. Also wir haben ja viel gesehen. Es war immer hier dieser komplette Bereich. Das war America Westside. Ich glaube schon. Es müsste eigentlich America gewesen sein. Wenn mich nicht alles täuscht. Also sehr, sehr coole Tour. Auch hier mit den Namen. Ich fliege ganz kurz so einmal rüber, ja. Ganz, ganz schnell. Wenn ich welche übersehe, ist jetzt ja auch nicht schlimm. Dauert sonst lange. So, aber das ist echt so viel Mühe gegeben. Mega nice Iron Fist. Richtig, richtig nice. Wir sind alles YouTuber. Wie gesagt, Paluten. So. Und dann geht's hier weiter auf dieser Seite. Was haben wir denn hier? Beobachtungsgalerie. Oh, Brachios und Apatos. Schön. Mit der Sonne. Liebe Brachios, ne? Tolle Dinos. Unter Dinosaurier, da können wir jetzt nicht ändern. Oh, und Dilos sind ja auch noch drin. Interesting. Das ist jetzt auch noch America? Mich mal interessieren. Noch mal mehr Dinos. Richtig schön, ne? Auch tolles Gehege. Sehr schön gestaltet. Sehr, sehr gut. Hier waren wir schon drin, ne? Ja, hier waren wir schon drin. Ah, die toten Dinosaurier, den lassen wir jetzt mal außen vor. Kann man nicht ändern. American Express Hotel, okay. Sturm nähert sich. Ich glaube, wir müssen gleich neu laden, Leute. Hier geht's weiter. Hier haben wir American East Side, okay. Das war jetzt gerade wirklich American West Side. Jetzt sind wir East Side. Also Osten. Und da haben wir ein Rexy. Sehr gut, okay. Da hinten waren wir, ne? Ja, das sind die Kanos. Sturmwarnung. Und hier. Und das ist nochmal auf die Westside der Blick. Hier rechts auch. Hier auch. Und hier wird man nochmal einen Blick haben auf den Rexy. Auch ein sehr schönes Gehege, so länglich hast du das gemacht. Ich geh nochmal zu dem Rexy. Wie heißt der denn? Das ist einfach Rexy. Da ist er. Schön im Regen. Ich hoffe, noch sind keine Dinos ausgebüxt, weil wir gehen jetzt einfach weiter. So. Dann geht's hier links in eine Beobachtungsgalerie. Da schauen wir mal rein. Oder so. Ich sehe gar nichts. Das ist aber auch windig gerade. Vielleicht sehen wir aus dem Turm hier mehr. Jo, da unten sehen wir. Zwei Suchomimos. Ein sehr schönes Gehege. Da richtig viel Wasser. Richtig schöne Höhenunterschiede. Sehr nice aus. Sie geschlängelt weiter runter. Jetzt müsste ja eigentlich nochmal eine Geosphären-Tour kommen, ne? Bin ich mir ziemlich sicher. Hier haben wir dann nochmal eine Beobachtungsgalerie. Jo, da kommt nochmal eine Geosphären-Tour. Da sieht man die beiden Supos. Die machen auch gerade Machtkämpfe. Und da sehen wir wieder Fleischfresser. Also in dem Park hast du echt viele Fleischfresser. Das sind Metria, Kantos. Sehr cool. So, hier geht es dann auch wieder geschlängelt hoch. Und hier ist die nächste Gyros-Fernfahrt. Die machen wir direkt. Ich hoffe, es ist jetzt kein Dino ausgebüxt. Ich lade jetzt nicht neu. Passt schon. Sieht aber noch gut aus. Sind unbeschädigt, die Strukturen.
Noch steht da keine Dinosaurierbedrohung oder so. Alles gut. Da kommen Stegos. Oh, Soundeffekt. Jetzt ist vielleicht nicht mehr alles gut. Egal, die Tour machen wir noch. Danach laden wir neu. Stegos. Das ist jetzt Eastside, ne? Osten. Oh, wir haben es gerade gehauen. American Osten. Was sind das denn jetzt hier? Au! Oh. Auf jeden Fall haben die keinen Bock auf mich. Was sind denn das jetzt hier? Das sind Kentros, okay. Kentros, Kentros. Kentros und Stegos. Ich will nichts Böses, Jungs. Ich will nur einmal durchfahren hier. Die haben aber auch Stacheln, ne? Die Kentros. Das ist echt krass, wie lang die sind. Stell ich das mal an. Das ist schon echt heftig. Wir haben Dinosaurierbedrohung. Die ganze Zeit irgendeiner scheint ausgebüxt zu sein. Kann man nichts machen. So ist das halt, ne? Wenn es kein Sandbox ist. In der Sandbox kann man das halt einfach ausstellen, Dinosaurierausbrüche. Das ist sehr angenehm. Oh, guck mal, er kommt sogar zum Begrüßen hierher. Demetria. Jetzt geht er gleich wieder weg. Hat aber auch tolle Skins, Demetria. Cooler Dino. So. Guter Dino. Noch ein Grund mehr neu zu laden. Wir fahren jetzt mal ein bisschen schneller hier durch, Leute. Ich glaube, das ist schon relativ lang hier, das Video. Es gibt so viel zu erkunden. Aber es ist auch alles so schön gestaltet hier, die Gehege und so. So nice aus. Da oben sind die Sukos. Da schauen wir nochmal ganz kurz vorbei. Ja. Whatever. Und dann fahren wir zurück. Ich glaube, es ist jetzt auch nur der Rückweg. Den können wir dann eigentlich schon fast überspringen. Genau. Also dann hier nochmal drum fahren. Hier zurück. Hier zurück. Und dann wären wir wieder in der Station. Aber auch sehr schön gestaltet hier. Sieht nice aus. Also das war jetzt America East, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, müsste America East gewesen sein. Auf jeden Fall kriege ich nochmal die Namen. Sehr schön. Und dann lade ich mal ganz kurz neu. Wegen, ach, warum glaube ich gar nicht neu laden? Ja, wir sind durch. Ich glaube, wir haben alles gesehen. Mini. Ah, ich dachte, da kommt noch was. Okay. Jetzt haben wir gar kein Europa gesehen, oder? Oder war das hier Europa? Hier war ich auch noch nicht, ne? Sind aber auch ganz viele YouTuber dabei. So. Ich weiß nicht, war das jetzt Europa? Keine Ahnung. Also hier sind wir durch. Gucken jetzt nochmal hier, welches Gehege, oder was das hier jetzt für ein Gehege war. Das ist hier eine Beobachtungsgalerie, die hat aber keinen Namen. Keine Ahnung. Stand nicht in der E-Mail auch was von Europe? Hier wird soweit kein Europe gesehen. Aber ich glaube, ich habe jetzt auch nichts verpasst. Hier waren wir. Hier waren wir. Jetzt wissen wir, wer ausgebrochen ist. Kollege Rex ist ausgebrochen. Na gut, lassen wir ihn ein bisschen rumlaufen. Ich glaube, wir haben alles gesehen. Boah, jetzt wird ja auch die Musik böse. Er macht nichts. Leute, wir haben alles gesehen, glaube ich. Hat mir sehr gut gefallen, der Park. Also richtig, richtig nice. Die Idee mit den Kontinenten ist cool. Wahrscheinlich war nur der Platz ein bisschen zu klein. Ne? Das hätte sonst wahrscheinlich noch ein bisschen ausführlicher gemacht. Aber die Idee finde ich mega nice. Falls euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich selber ein Like freuen. Schreibt auf jeden Fall auch unten in die Kommentare, wie ihr den Park fandet. Und wenn ihr mal einen Park einsenden möchtet, unten in der Videobeschreibung steht alles drin, wie das Ganze funktioniert. Ja, dauert halt nur ein bisschen, bis ich die bewerte, weil ich noch sehr viele Parks von euch in meinem E-Mail-Postfach habe. Ansonsten bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.